Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Ja, die Wetterumstellung wird kommen, insbesondere erstmal in der großen Südhälfte Deutschlands. Und es ist mal wieder sehr verzwickt mit den Gewittern. Wo wird es krachen? Wo wird es wie stark sein? Aber wir werden es wohl punktuell vor allem mit kräftigen Starkregengewittern zu tun haben. Kurz will ich, weil so viel gefragt wurde, auch schon in einigen Kommentaren hier, den Ausblick kurz für Wacken machen. Das Festival startet ja jetzt und wir schauen mal drauf. Die nächsten Tage erstmal jetzt so für den Trend. Das heißt jetzt auch so der heutige Donnerstag und auch der Freitag werden noch überwiegend trocken werden. Von den Temperaturen alles im angenehmen Bereich. Keine unerträgliche Hitze im hohen Norden. Aber so am Wochenende, da sieht man schon, da tauchen ein paar Regensymbole auf. Das heißt, so Samstag, Sonntag wird es wohl langsam unbeständiger werden. Es sind auch mal ein paar Schauer dabei, vielleicht auch mal örtlich ein kräftiger Regenguss. Die ganz große Wasserschlacht wird es dieses Jahr allerdings nicht werden. Ja, die ganz große Wasserschlacht und teilweise auch heftige Gewitter mit größerem Hagel, die haben sich schon ab gestern Abend über Frankreich gebildet. Ja, und jetzt wird es verzwickt werden. Zum einen muss man sagen, wenn wir mal das Satellitenbild anschauen, diese großen Gewitterzündungen, die gestern Abend und in der Nacht über Frankreich eingesetzt haben, die hatten die meisten Wettermodelle gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und wir sehen aktuell, dass diese dichten Wolken, die jetzt aufgezogen sind, auch hier brodelt es teilweise mit schon Schauern, einzelnen Gewittern, die jetzt vor allem auch so Richtung Rheinland-Pfalz und NRW ziehen, die waren bei vielen Wettermodellen gar nicht so richtig auf dem Schirm. Dann sehen wir auch weiter südlich, über Frankreich, da sind richtig heftige Gewitter aktuell aktiv. Man sieht hier die Blitze drüber gelegt, dort sehr blitzintensive, sehr hochreichende, heftige Gewitter. Und dieser ganze Komplex, dieses Gewittertief jetzt von Frankreich, da schwenkt jetzt im Tagesverlauf langsam nach Deutschland rein, in den gesamten Westen. Jetzt ist die große Frage, was passiert bei uns dann heute noch mit Gewittern? Und das beurteilen die Wettermodelle mal wieder ziemlich unterschiedlich. Wir schauen uns dazu jetzt mal an, erstmal wie die Energie so heute Nachmittag sein wird, die Gewitterenergie. Und wir können festhalten, insbesondere Südbayern von den Alpen her, aber auch große Teile Baden-Württembergs bis so etwa rein auch zur Pfalz und zum Saarland, südliches NRW, so ein bisschen südwestliches, da haben wir doch sehr, sehr schwüle Luft liegen. Das heißt, hier ist potenziell die Atmosphäre bereit für Gewitter. Es wird allerdings so sein, dass dieses Gewittersystem bzw. die Reste ja jetzt reinkommen schon oder reingekommen sind im äußersten Westen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass es vor allem auch Richtung NRW, vor allem so aber auch das mittlere südliche NRW, doch viele Wolken gibt durch die Gewitterreste von Frankreich, es auch zeitweise regnen kann. Das breitet sich eher so der Streifen Nordhessen-Thüringen aus. Und hier kann es im Tagesverlauf vielleicht sogar auch mal das ein oder andere eingelagerte Gewitter geben. Entsprechend auch in großen Teilen NRW wohl eher die Temperaturen gedämpfter aufgrund der gedämpfteren Sonneneinstrahlung. Weiter südlich dürfte immer mehr die Gewitterwahrscheinlichkeit steigen. Das schon jetzt die kräftigen Gewitter, zumindest unter leichter Abschwächung auch dann insbesondere Saarland und die Pfalz erreichen dann heute. Wie gesagt, da sind teilweise schon heftige Dinger über Frankreich aktuell aktiv. Und dass es dann weiter südlich, vor allem Baden-Württemberg, aber auch bis zum Allgäu rüber, auch von der Schweiz her, dass es da heute neu zünden wird. Das heißt, dass dort dann heftige Gewitter mit teilweise kräftigen Starkregen, Überschwemmungen, aber auch Sturmgefahr und Hagel aufkommen. Das deutet sich so ein bisschen eher so für den äußersten Südwesten, sag ich mal, an. Sonst, je weiter man nach Osten kommt, wird nichts passieren. Es wird, wie gesagt, nach Südwesten schwül werden. Wo die Sonne reinstrahlt, schnell 30 Grad und mehr angenehmer weiterhin im hohen Norden bzw. Nordosten. Ich will noch mal kurz zeigen, die Wahrscheinlichkeit für über 10 mm Niederschlag. Das ist so ein bisschen ein ganz guter Indikator, wo wir sehen können aus vielen verschiedenen Lösungen aus dem ID2-Wettermodell, wo so auch die Gewitterwahrscheinlichkeit deutlicher erhöht ist. Und da sehen wir zum einen eben mit diesem Gewittercluster, der jetzt von Frankreich kommt, so ein Streifen eben so ja vom südlichen Rheinland-Pfalz, Saarland aber auch teilweise und dann eben auch so durchaus bis nach Hessen rein, vielleicht sogar später bis nach Thüringen ziehend. Aber die größten, stärksten Signale gibt es vor allem im südlichen Baden-Württemberg, insbesondere von der Alp, von der Schweiz her, aber auch Allgäu bis nach Südbayern in den Abendstunden rein. Hier ist die Wahrscheinlichkeit doch deutlich erhöht, dass sich ein heftiger Gewitter- und Unwettercluster dann in den Nachmittags- und Abendstunden bildet. Ja, was passiert dann genau in der Nacht?
Das hängt natürlich davon ab, was passiert heute tagsüber, wo bilden sich wie starke Gewittersysteme. Es deutet sich so ein bisschen an, dass das eine Gewittersystem, was ja jetzt von Frankreich kommt, eher so ein bisschen nach Osten abziehen wird. Vor allem im Süden, in Bayern, Südbayern, Südostbayern, anfangs noch unwetterartige Gewitter möglich. Im nördlichen Teil teilweise der schauerartige Regen, der durchaus so bis nach Thüringen, Sachsen ausgreifen kann und hier eben auch mal ein einzelnes Gewitter nicht ausgeschlossen ist. Dahinter Wetterberuhigung in der Südhälfte, bevor in den Morgenstunden durchaus schon wieder neue, zumindest einzelne Schauer und Gewitter dann hier den äußersten Südwesten und Westen erreichen können. In der Nordhälfte in etwa, da wird nichts passieren, hier ist es meistens gering bewölkt oder klar. Hier kühlt es sich auch am besten ab, teilweise in der norddeutschen Tiefebene sogar nur so 12, 13 Grad. Und deutlich schwüler bleibt es in der gesamten Südhälfte, hier sogar weiterhin teilweise mal in den größeren Städten, insbesondere auch am Rhein, eine Tropennacht nicht ausgeschlossen. Ja, wie geht es weiter am Donnerstag? Im Grunde ist erstmal von der Großwetterlage, da ist die Lage relativ klar. Wenn wir uns nämlich mal die Gewitterenergie anschauen, sehen wir schon ganz klar eine große Teilung in Deutschland, dass in etwa die Südhälfte, vor allem so angesetzt vom südlichen NRW, rüber weiter nach Osten, einmal quer durch Deutschland beziehungsweise gerade durch die Linie, dass südlich davon sehr schwüle, gewitteranfällige und regenanfällige Luft liegt. Also richtig so eine tropische Luftmasse im Grunde. Und weiter nördlich, da haben wir stabilisierenden Nordwind, deutlich angenehmere Luft und hier eben bei Weitem auch nicht so warm. Das deutet sich also an, diese Teilung. Die große Frage ist jetzt, was passiert im Süden genau? Wo brodelt es? Wo bilden sich Schauer und Gewitter? Denn die Atmosphäre ist generell bereit für kräftige Starkregen und auch Gewitter, die sich bilden. So wird es dann wahrscheinlich so sein, wenn wir uns mal die Wettermodelle anschauen, dass die meisten Modelle natürlich in dieser schwülen Luftmasse relativ verbreitet Schauer- und Gewittersignale geben. Da schauen wir uns mal kurz das US-Wettermodell an. Das liegt von der Verteilung meistens relativ gut. Wir sehen gut, genauso diese Südhälfte, da werden Schauer und Gewitter berechnet. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, das ID2-Wettermodell, das hat so viele Restwolken, das heißt viel Bewölkung aus der Nacht, die zurückbleibt, Gewitterreste, die auch wieder von Frankreich reinkommen. Und deswegen soll es nach dem ID2-Wettermodell nur kräftig zünden. Das heißt im äußersten Süden, wo wir hier die stärksten Gewittersignale sehen, sonst soll gar nicht so viel passieren. Und jetzt will ich nochmal das EZ4-Wettermodell zeigen. Das hat nämlich die explosive Luft weiter nach Norden Richtung NRW ausgreifend. Da gibt es sogar bis weit nach NRW hinein Starkregensignale, durchaus mit Überschwemmungsgefahr. Das priorisieren momentan aber eher wenige Wettermodelle. Ja, ich gebe zu, das ist ein bisschen verwirrend. Ich will aber gerne immer zeigen, wie rätselhaft das Ganze dann immer ist, wo genau Gewitter entstehen, weil es auch davon abhängt, wo vor allem dann morgen nochmal die Sonne auch längere Zeit einstrahlen kann und sich die größte Energie aufbaut. Also große Rätsel, vor allem etwa für die große Südhälfte. Wir müssen aber damit rechnen, dass es im Tagesverlauf in der Südhälfte dann brodeln wird und vor allem, wo die Sonne nochmal einstrahlt ein bisschen, dass es hier in sehr schwülwarmer Luft dann durchaus einzelne kräftige Schauer und Gewitter gibt, mit dem Fokus insbesondere auf den Starkregen, das heißt mit örtlichen Überschwemmungen. Und natürlich, das sieht jetzt wild aus für die Südhälfte. Es werden aber die punktuellen Ereignisse sein, das heißt die eine Stadt, der eine Stadtteil, das eine Dorf hat volle Keller, überschwemmte Straßen. Ein paar Kilometer weiter ist nichts, wir kennen das schon. Weiter in der Nordhälfte ist die Prognose deutlich einfacher, etwa so eben nördliches NRW vor allem, dann aber auch so Lausitz und nördlich davon. Da wird es relativ freundlich bleiben in deutlich angenehmeren Luftmassen und vor allem mit dem Nordwind an der Nordsee nur teilweise mit Seewind um die 20 Grad. Jetzt geht es ein bisschen weiter, der weitere Trend. Ich habe direkt für den Freitag mal die Karte vorbereitet, denn im Grunde deutet sich an, dass sich diese schwüle Gewitterluft allmählich so ein bisschen, vor allem im Westteil, das heißt so vom südlichen NRW, langsam über Rheinland-Pfalz, Nordhessen weiter nach Süden zurückziehen wird. So können sich auch hier nochmal einzelne Schauer und Gewitter bilden, vor allem so Richtung NRW rein, wird es wohl deutlich sonniger werden im Tagesverlauf, richtig freundlich werden und zunehmend trocken. Und dann bleibt vor allem noch so ein Streifen nach Süden,
Süden und Osten zurück, wo es wiederum teilweise brodeln kann. Insbesondere dann in den Nachmittagsstunden nochmal punktuelle Starkregen mit Überschwemmungen möglich. Das heißt hier weiterhin die schwüle Luftmasse, während im Westteil eben diese trockenere Luft langsam weiter von NRW her nach Süden vordrängen wird. Ja, im Norden ändert sich gar nicht weiterhin so viel. Weiterhin die angenehmeren Luftmassen, hier eben weiterhin eher die trockenere Luftmasse und auch vor allem nach Nordwesten, auch Richtung Nordsee, doch insgesamt recht viel Sonnenschein, der dabei sein wird. Jetzt schauen wir ein bisschen auf den weiteren Trend. Wie wird der Ablauf sein? Wechselhaft ist das Stichwort. Im Grunde wird es weiterhin der Wechsel aus Trögen und Keilen sein, beziehungsweise der Wechsel aus Tiefs und Hochs. Denn es wird so sein am Wochenende, dass zum einen erstmal so eine zonale Wetterlage aufkommt. Das heißt eben, es kommen von Westen her Tiefausläufer reingezogen. Wir liegen in einer westlichen Höhenströmung. Das bedeutet, dass es dann eben auch im großen Norden Deutschlands unbeständiger wird und im Süden bezüglich der punktuellen Starkregenunwetter ruhiger werden wird. Dann deutet sich an, dass so langsam ab Sonntag und insbesondere Montag ein neuer Keil von Westen reinkommt. Da geht das Spiel dann wieder von vorne los. Das heißt, nachdem erstmal so Sonntag eine Rückseite reinkommt, etwas kühlere Luftmassen vom Atlantik in den großen Norden und Osten kommen, deutet sich langsam schon wieder ab Sonntag und vor allem zum Montag ein Warmluftvorstoß an, der aus Südwesten kommt. Also das typische Wechselspiel der Jetstream, die Westwetterlage ist weiterhin im Grunde aktiv. Das bedeutet dann erstmal, dass wir am Freitag so allmählich nach Süden abziehende Schauer und Gewitter mal haben. So. Das heißt, ein bisschen wechselhaft der Freitag auch noch. Und dann am Wochenende, da kommen dann wohl auch vor allem im Norden einzelne Schauer oder auch mal Gewitter auf. Das heißt, es wird insgesamt eher so ein bisschen von Westen und Nordwesten her ein wechselhafteres Wochenende. Aber so richtig kühle Luftmassen, die erreichen uns auch nicht. Das ist weiterhin eher so vom Atlantik her, also keine polare Luft oder so, die angezapft wird. Und dann deutet sich an, dass am Sonntag neben der Trog langsam abzieht und wahrscheinlich so im Norden und Osten noch ein paar Schauer dabei sind. Insgesamt sowohl nach Westen und Süden hin schon so ein bisschen Stabilisierung. Und dann am Montag könnte der Keil dann voll wirksam werden, dass am Montag Hochdruckeinfluss weitgehend trockenes und freundliches Wetter bringt, während es dann schrittweise von Frankreich und den Alpen her aus Süden, Südwesten dann schon wieder wärmer wird. Ja, vielleicht sogar dann schon wieder die 30 Grad am Oberrhein. Im Grunde will ich nochmal zeigen dann, wie der Keil reinkommt, denn es deutet sich weiter an, dass es wieder ein Wechselspiel sein wird. Sprich, dass das Hochdruckgebiet, was dann zu Wochenbeginn wohl reinkommt nächste Woche, nicht lange halten wird. Wir sehen mal jetzt in dem Wettermodell, ich habe mal das US-Wettermodell herausgesucht, und mit ein bisschen zeitlichen Verzögerungen, Verschiebungen gehen alle Wettermodelle in die Richtung, dass wir eben erstmal an die Vorderseite, wir sehen schon wieder dieses kräftige Atlantiktief, das schaufelt eben vorübergehend mal sehr warme bis heiße Luft heran nächste Woche. Dann folgt wohl wieder eine Kaltfront und wieder ein Übergang zu eher gemäßigt warmen Atlantikluftmassen, die uns erreichen werden. Also im Grunde keine Änderung der Großwetterlage in Sicht. Ich will dazu kurz mal die Tageshöchstwerte dann für nächste Woche zeigen. Das wäre jetzt einfach mal hier für den Dienstag aus zwei verschiedenen Wettermodellen, das ICON und eben auch das GFS-Wettermodell. Das ECMWF sieht es im Grunde relativ ähnlich, dass wir dann am Dienstag schon durchaus in größeren Teilen Deutschlands wieder 30 Grad oder auch mehr erreichen können, bevor dann schon wieder die Kaltfront folgt. Also viel Bewegung in der Wetterlage. Ich wünsche allen erstmal einen schönen Tag, macht's gut, bis spätestens morgen und ciao.